eigenen Albträumen entsprungen. Hey, Internet und YouTube. Ja, kurz weiter thiefen. Orion wird uns alle retten. Ja, ist klar. Orion hier, Orion da. Du gehst weg, das ist wunderbar. Er schläft, oder? Das Wetter schlägt um. Du schläfst, oder? Sag, dass du schläfst. Ich gehe lieber hier hin. Ich brauche eine Pause. Nein, 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 nein. Und ich bin tot. Warst du so knapp? Ich dachte, du gehst davor wieder deine Runde zurück. Meine Güte. Alright. Quatsch dir so. Ja, mach den an. Ich hab keine Angst. Bla 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 bla. Für ihren Segen fürchte ich gar nichts. Ich hab in Greystone einen dieser Wachbastarde erledigt. Aber diese Dinger, ich weiß nicht. Wo denkst du, kamen sie her? Aus dem Boden oder doch aus dem Meer? Ach, meinem Brummschädel nach sind sie meinen Albträumen entsprungen und aus meinem Kopf gekrochen. So. Jetzt, gleich hinterher. In der Stadt wimmelt es von Ungläubigen. Ich glaube, das ist weit genug entfernt, oder? Spritze ist das letzte, außer es wäre eine Vitaminspritze natürlich. Ja, nicht schlecht. Okay, hier lang, hier ist noch ein E und hier ist nix. Also gehen wir hier durch. Gut, wunderbar, dankeschön, auf Wiedersehen. Hier folgt mir ohnehin niemand durch. Und wir klicken die Klack. Oh meine Güte! Ich habe schon Schwächeanfälle, weil ich diese gegessen habe. Lagerraum ist gut. Lagerraum. Das sind gute Sachen. Nahrung. Halleluja. Das war verdammt nochmal wichtig, du. Wenigstens ein kleiner Lichtblick. In dieser düsteren Zeit. Wow, 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 jetzt hat's mich aber. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier, das spüre ich. Du spürst so viel. Ja, ich werde krank, das spüre ich. Der spürt auch was, alle spüren hier was. Wie gut kann ich. Kann ich so weit schießen? Hey, hier ist etwas. Sieh der Sache nach. Es reicht, wenn es ein paar Minuten ist. Die Götzen werden dich erleuchten. Es reicht, wenn es ein paar Minuten ist. Ein paar Minuten Licht ist gut. Dunkelheit. Und wenn es beruhigt? Die Gottlosen sind stets versteckt. Genau wie du. Alles
ruhig. Keine Spur von den Ungläubigen. Die Dunkelheit ist trügerisch, Freund. Ey, wie lange seid ihr denn jetzt wachsam? Hört auf damit. Verfluchte Dunkelheit. Irgendwas stimmt hier nicht. Hey. Komm raus! Stell dich der Dämmerung! Bringt ihn zu mir! Die Dunkelheit wird dich nicht ewig schützen! Möge die Nacht dich verschlingen! Und noch was zum Essen eigentlich? Was zum Essen wäre schon super. Habe ich schon erwähnt, oder? Alles durchs. Wenn wir diese Katakomben verlassen. Wie viele Männer hat sich die Dunkelheit geholt? Die Dinge dann, meinst du wohl? Schlaf, mein ich Vogel. Ich dachte, das wäre nur eine Geschichte. Oh Mann. Aber sie sind da draußen. Und es werden immer mehr. Wenn sie dich berühren, wirst du wie sie, heißt es. Ups, ups, ups. Nicht stecken bleiben, nicht stecken bleiben, nicht stecken bleiben, nicht stecken bleiben. Hä? Ich habe jemanden gesehen. Nichts. Ich verliere meinen Verstand. Bist du allein? Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Schläft, oder? Das interessiert mich jetzt. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Er kommt jetzt gleich zurück, oder? Ich sollte mir nicht so viel Zeit lassen. Oh, nein, das war ein Pfeil, verdammt. Das tut weh. Na toll, genau in die Scherben rein. Oh, unsexy, unsexy, unsexy. Oh, zwei Leute, warum nicht gleich noch mehr, ein Dutzend? Einer meiner Zähne wackelt. Warte lieber, bis die zurückkommen, oder? Jemand höre ich doch von links noch. Ich bleib hier stehen. Ich warte, bis verdammt die zwei zurückkommen. Heute Nacht. Mohn habe ich auch keinen mehr. Sie kommen zurück. Sie kommen zurück. Wir brauchen Geduld. Ich werde krank. Das spüre ich. Wir brauchen Geduld. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Einer ist schon da. Das ist einer zu wenig. Wo ist er? Ein Königreich für einen Kaffee. Was zum... Was? Sieht mal nah aus. Was denn? Nicht gut, sagte ich. Das war doch nur ein blöder Scherbenschritt, oder? Das kann ja nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist halt so. Ich finde noch immer einen Weg nach oben. Ist ja gut. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier, das spüre ich. Orions Segen nicht. An der Mauer von Greystone zögerte ich. Die Wachen sahen aus wie Monster in schwarzem Stahl. Ist hier vielleicht ein Geheimnis da hinten? Das war nicht wie heute. Und doch hatten sie Angst. Sie wussten, uns hält nichts auf. Wir waren so maßlos.
Jetzt ist die Brücke weg. Ein Loch in der Market Street, wo einst Menschen waren. Wenn hier jetzt nichts Gutes drin ist, du. Flusses als in der Knechtschaft der Adligen. Die Stadt wird neu erstehen. Okay, immerhin am Mondi. Das ist super. Oh, hi! Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Wie geht's? Machen wir mal das Licht aus hier, oder? Geh nachsehen. Oh, du hast was für mich. Oh, du bist ein Käufer, mein Freund. Ausverkauft. Explosionspfeil habe ich nie genommen. Nahrung. Kaufen, kaufen. Ausverkauft. Oh. Oh. Okay. Das ist keine Ahnung, was habe ich nie benutzt hier. Ob ich es irgendwann brauche? 15G. Nee. Nahrung. Schade, schade, schade. Das war's? Warum hast du nicht zufällig noch mehr dabei? Du hast so wenig Bestand, mein Freund. Soll ich dir, ich kaufe dir einen Explosionspfeil nicht ab. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Das habe ich doch dann wieder vergessen. Gibt's ja auch Leute, die ein bisschen mehr dabei haben. Habt ihr etwas vergessen? Frag nicht so blöd. Explosionsfeuerpfeil. Ich wollte nur sicher gehen, okay? Ob ich die anderen gekauft habe. Vielleicht mache ich... Ich probiere das mal aus hier. Zwei. Auch nicht, aber sowieso nur ein 15G. Ein Feuerpfeil. Okay, Sägezahn. Erhöhten Schaden. Ich habe nicht die geringste Idee, wie ich den jemals hier wieder erkenne, aber ist okay. Macht euch fort. Was ist denn? Ich habe gerade Geld hier dagelassen, du Idiot. Dann trägst du dich auch noch auf. Ich bräuchte allerdings noch einen, der hier einkauft. Das tut weh. Kann ich hier ganz leise vorbei? Vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtig antippen hier. Nur kein Risiko eingehen. Hier rein speichern. Da fühlen wir uns gleich viel wohler. Und wir gehen raus. Blöder Vogel. Die Dämmerung naht. Shut up. Oh, 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 oh. Mir knurrt der Magen. Wow. Ist hier jemand? Shit, die Scherben machen mich wahnsinnig aggressiv. Los. Vielleicht bemerkt mich niemand. Ich knacke hier mal in Ruhe das Schloss. Das wäre natürlich sehr sexy von mir. Toll. Bekomme ich einen blödsinnigen Pfeil. Und leise. Shit, ich bin tot. Ich tu dir nichts. Nicht, wenn du gläubig bist. Ist da wer? Ist da Die jemand? Die Götzen heißen jeden willkommen. Das Böse hüllt sich in Dunkelheit. Ich kann meinem eigenen Kopf nicht trauen. Ich hätte schon eine unbedeutende Störung. Tja, das war wohl nichts. Keine Ahnung, aber der Fokus macht ganz schöne Geräusche auf Scherben. Wir wollen hier lieber ein bisschen vorsichtig.
weißt gar nicht, wie sehr du lachst. Was kann das bedeuten? Sieh dich um, Bruder. Ist hier jemand? Niemand? Ist da jemand? Dieser blöde Vogel, oder kann ich den Vogel töten? Kann ich eigentlich den Vogel töten? Das wäre sehr interessant. Das war nichts von Bedeutung. So darf es nicht enden. Nicht so kurz vor der Dämmerung. Nicht schon wieder Scherben da. Oh, hier ist Mohn! Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Konzentration, Konzentration. Langsam und ganz schnell zugreifen. Oh, hier können wir rauf. Will ich rauf? Nein, wir wollen nicht rauf. Wir wollen hier rüber, links. Jetzt wollen wir hier rauf, um uns zu verstecken. Ich werde diesen blödsinnigen Vogel töten. Hallo? Komm raus und stell dich der Dämmerung. Dafür habe ich keine Zeit. Ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, hier sind Scherben, hier sind Scherben. Das ist alles nicht gut. Hier wäre ein Seilzug gewesen. Die Dämmerung naht und ich werde sie empfangen. Kommst du jetzt wieder hier zurück? Nein, du bist hier oben. Du bist hier nicht hinterm Eck, weil sonst haben wir größere Probleme. Warum soll ich hier unten hingehen? Nicht sicher, aber ich tue es. Nicht sicher, aber ich tue es. Dass hier eine blöde Falle liegt, weil sonst. Okay, ich hätte wir hier einfach nur. Wir feiern, wenn wir diese Katakomben verlassen. Wie viele Männer hat sich die Dunkelheit geholt? Hier bist du, okay. Meinst du wohl? Ich dachte, das wäre nur ich verstehe. Eine Geschichte. Das wäre der Weg hier gewesen. Und es werden immer meine, ist es noch immer. Wenn sie dich berühren, wirst du wie sie, heißt es. Das bedeutet. Er schläft. Easy peasy. Ich muss schlafen. Ich kann dich nicht genau erkennen, mein Freund. Kann ich hier rauf? Die Dämmerung naht. Wenn die Sonne erstrahlt, werden wir die Stadt neu errichten. Bitte nicht, bitte nicht. Fuck! Ich komme nicht vorbei, ich bin tot. Ah, deine Mama. Okay, verlassen. Ducken. Wir warten. Hier kommt doch einer. Ich höre dich, mein Freund. Ja, und jetzt mit deinem was noch besser. Okay. Zum Mohn. Zum Mohn. Also mir ist Wurst, was hier drinnen ist. Du weißt gar nicht, wie sehr du leidest, bis er dich geheilt. Licht aus, wir gehen nach Haus. Wie? Ich habe in die Taschen dieser Schwermutärzte gesehen. Wir reden hier nicht über Ärzte, Schwach. Das will ich haben. Orion selbst. Er rettet dich nur mit der Macht. Den Rest pfeifen wir jetzt mal kurz. Er brachte mich zu einer Weihwasserschale. Ein Vogel macht mich wahnsinnig. Und mit dem beißenden Duft des Lebens. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Du dich? Er strich mir. Ich würde jetzt so gerne mal die Pfeile hier ausprobieren. Was ist das für einer? Ist es. Wow! Und
Ja, das traf sich natürlich. Super, dass du hier gekommen bist. Da habe ich natürlich überhaupt nichts dagegen gehabt. Jetzt habe ich wirklich jemanden getötet. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid, aber hey. Glaub mir, Ungläubiger, ich finde dich. Ich spüre es. Da. Verflucht. Hier ist er nicht. Du schaust doch gar nicht in meine Richtung, oder? So weit, so gut. Ja, dich lasse ich jetzt nicht leben hier. Pfiffen gerade, oder? Ja, nur sicherheitshalber hier mal kurz ausmachen. Shit, da kommt doch tatsächlich einer. Ah, eine Leiche! Das Werk ungläubiger Hände. Nicht nur eine, mein Freund! Okay, perfekt, hier geht's nirgends hoch. Hey, was? Warum schaffe ich den Sprung hier nicht hoch? Oh, no, 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 no. Die Wache hat wenigstens von Angesicht zu Angesicht gekämpft. Gleich mal hier rein, okay? Gleich mal hier rein. Dankeschön. Das gibt mir Kraft und Mut. Direkt auf die Scherben rauf, das gibt mir weniger. Bin ich weniger sexy. Das will ich blond ziehen. Okay, ich kann jetzt nur oh, hier. Das Fleisch. Nicht hier rauf, hier rauf, hier rauf, hier rauf. Wie konnte ich dich übersehen? Okay. Up in the way. Hier rüber oder hier rüber? Hier scheint es Mond zu geben. Was hat dieses Geräusch verursacht? Ein schönes Stück. Das interessiert mich überhaupt nicht, das wollte ich nicht. Ja. Naja. Naja, wir wollen nicht undankbar sein, richtig? Wir müssen. Kann ich auf die
die Seite hier. Oh ja, geht auch. Kein Problem, kein Problem. Dann hier rein. Ich brauche einen Plan. Und was? Hier ist er. Reingehen und improvisieren. Was ist der Plan? Super. Super Plan. Super Plan. Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei, Freunde. Heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befreien. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste! No, nicht eine Sequenz, eine Traumsequenz, aber wir haben eine Speicherung. Von daher, wir haben ein E. Wir haben ein E, aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss.